So, das ist jetzt 441-518. Looks like there are others out What? there in need of help. Was? 548? 518, Mann. Acht. Wonderful. Da sind wir wieder. Hinzufügen. Das, das, das. Was höre ich denn da? Hilfe. Was ist das? Das geht ja flott. Hier ist gut aus. Aha, so, jetzt bin ich auch schnell. Auch Ja, aus. ich höre dich. Ja, ich Na, Gott sei Dank. Mein Güte! Na gut, kann ich ja nichts für. Wäre vielleicht auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich ihn nicht gehört hätte. Okay, also wir müssen gucken: Ereignisse IMF. Fotografiere dreckige Wasser und der Teammitgliedzeuge eines Geister-Events werden. Was willst du? Ja. Ruth. Hatten wir auch noch nicht. Ruth Anderson. Ruth. Nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Alles klar. Ich nehme eine Kamera mit. Und eine Lampe. Und die Box nimmt natürlich keiner mit, oder was? Und ein Thermometer. So. Ich bin ausgerüstet. Ich hatte schon lange kein EMF mehr. Ach, wir sind ja wirklich in der Schule. Ah, nein. Ja, ich ist ja freilich. Die Schule wir ist nicht verlaufen gut. Uns doch so gern. Wir sind zwar oh, für Mann. Kleine Häuser gemacht, aber naja. Ein Stellen. Seid ihr schon weg? Ja, sicher. Ich komme. Smoky. Boah, ist das dunkel hier drin. Ich kann Abhilfe schaffen. Sehr gut. Temperatur normal. Verstanden. Erst in 5 Minuten kann man eigentlich mutig sein, ne? Ich habe immer eine ganz lange mutige Phase und dann ist sie halt irgendwann vorbei. Ja, wahrscheinlich die ersten 5 Minuten. Wenn man zu viele Lichter anmacht, springt die Sicherung raus. Habt ihr gehört? Wenn man zu viele Lichter anmacht, springt die Sicherung raus. Okay. Ich bin jetzt auch mal mutig. Aber auch nur, weil das Licht hier an ist. Gib uns ein Zeichen. Das sieht immer so geil aus. Nichts los hier. Hier habe ich auch keine Lust, das Ouija-Board zu suchen. Sieht auch gruselig aus hier. Ja, hier sind 8 Millionen Schränke, da suche ich das Board doch nicht. Bin ich bekloppt. Na. Kann man sich mal merken. Ja, klar. Weiß gleich eh keiner mehr. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt die halt überhaupt oder der? Oder was haben wir hier überhaupt? Möchte ich jetzt nicht sagen, ich weiß es aber. Oh, einmal. Ruth Anderson. Ruth Anderson. Hä? Hier im Raum.
Ja, richtig warm, warm, wärmer, wärmer hier drüben. Hallo, hallo, hallo. Aha. Auf 12 Uhr. Dein 12 oder mein 12? Beides. Haha. Fangfrage. Jetzt sind wir wieder vorne, wo wir eben waren. Wenn du das nicht gesagt hättest, ja, lass mal hochgehen, die ist bestimmt da. Wollig warm hier noch. Falls ich gleich sterben sollte, ich habe EMF und UV. Ah, okay. Du wirst nicht sterben. Bruce Anderson. Nein, das hat lieber nicht. Wollte es auch mal sagen. Wenn ihr das dürft. Aber das sage ich ja nur, weil ihr in meiner Nähe seid. Rot. Hallo. Das war ein schönes Späßchen. Wie eben, ne? Ja, alles Mann. Ruhig. Ich sag, eigentlich sind die kleinen Häuser besser. Ja, wobei diese haben auch ihre Tücken, ne? Ja, aber man ist irgendwie schneller durch und findet schneller und... Ja. Überhaupt. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Sag bei mir nichts erkannt. Huch. Oh. Jetzt Abstellkammer schon schön. Hä? Jetzt trennen sich alle schon ganz schön. Die ganze Zeit schon so ein bisschen, oder? Der Respekt vor dem Geist ist gesunken. Ja. Eigentlich müsste es wieder abgehen. Ja, ich müsste es losgehen. 5 Minuten sind um. Lauf mal den Bereich jetzt mal hier ab. Warum soll ich für so einer Schissbutz Respekt haben? Temperatur ist völlig in Ordnung. Oh Gott. Roger. Oh mein Gott. Hä? Hast du den Raum hier mal gesehen? Eingeschissen wegen dem Raum. Das ist der Raum, ne? Das ist voll gruselig. Oh mein Gott, hier stehen Stühle. Oh nein. Mit dem gruselig. Und ein Pult. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Hä? Ihr hängt noch ein bisschen im Stuhlraum ab, ja? Ja. Ja, also bis jetzt nicht. Ich glaube, bei Anfänger ist das halt so nicht. Gib uns ein Zeichen. Dafür sind wir echt schlecht, dafür, dass wir noch Anfänger machen. Auch. Ja. Ja, aber das ist ja auch das Problem. Es geht ja dann gleich so richtig los. Gib uns jetzt ein Zeichen. Mann, ey.
Weil sonst findest du ja schon irgendwie, dass die Temperatur mal sinkt oder so, so leichte Hinweise. Und dann kannst du dich ja schon mal orientieren, wo du wenigstens dann weitermachen kannst. Aber ich glaube, wir haben gerade einfach Pech. Ah, beziehungsweise wir laufen auch wieder zusammen rum. Und sie meldet sich ja auf jeden Fall, glaube ich, nur, wenn sie alleine ist, ne? Wenn sie allein ist oder wenn einer von uns allein ist? Wenn einer von uns natürlich alleine ist. Ich wollte schon sagen, das Jahr ist ja ein Sinn frei. Gib uns ein Zeichen, bitte. Zeichen! Ruth! Aber es stand wieder auf der Tafel, ja? Dass das so eine Schüchterne ist. Ich glaube ja. Meine ja. Aber der Typ eben war ja dann auch doch nicht mehr so schüchtern, ne? Nee. Temperatur müsste sich. Die müsste sich auch messen lassen, auch wenn sie nicht allein ist, oder ja? Oder? Ja, wo ist der Thorsten? wo ist er? Wo bist du? Ihr werdet immer leiser. Ja, haben wir zum dritten Mal gedroppt. Hey, wo bist du denn? Sag mal ganz normal was. Ich bin wieder zurück zu der Treppe gegangen. Ohne Funk. Ah, ja. Ja, vielleicht ist sie auch unten. Ja, da ist ja ein Bereich, den wir dann noch gar nicht uns angeguckt haben. Gib uns ein Zeichen. Keller gibt's ja nicht, oder? Nee. Hatte ich nicht das Licht angemacht? Yeah. Aber auf der anderen Seite, wenn. Ach so. Kann gut sein. Gib uns ein Zeichen. Das habe ich in Robinson. Ach, Robinson heißt sie. Ruth Robinson, ne? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ruth! Gib uns ein Zeichen. Ich fängt die Geflackere wieder hier an, wetten? Eigentlich hätten wir direkt aufteilen müssen in den ersten 5 Minuten. Ja, ja. Hätten wir auch. Weil je später das wird, desto schlimmer wird es ja nachher auch, ne? Ja, wir sind nicht besonders clever. Das ist wohl wahr. Ja. Leider nicht. Gib uns ein Zeichen. Dorothy! Nee, die heißt doch nicht Dorothy. Ach nee. Oh, hier waren wir noch nicht drin. Hier ist eine Halle. Boah, ist das dunkel hier. Licht, Alter. Gib uns ein Zeichen. Wir gehen da mal rein. Gibt's hier Licht? Dunkel, gib uns ein Zeichen. Ruth. Das ist ja stockenduster hier. Ja. Gib uns ein Zeichen. Vor allem, wenn die jetzt hier hinkommt, können wir uns nicht verstecken. Hattest du einen Sportunfall? Ich bin gleich wieder im Truck. Ja, wir können ja mal gucken, wie die Aktivitäten so sind. Wahrscheinlich null. Und ob wir vielleicht Orbs schon mal sehen.
Da müssen wir uns wohl aufteilen, wenn wir nochmal reingehen gleich. Ja. Das gefällt mir nicht. So. Aktivität auf 1 und 0. Oh, guck mal, aber wir haben nur noch die Hälfte an Sanity. Das ist ja crazy, nicht? So. Ich denke mal, Orbs wird man wahrscheinlich auch nur sehen, wenn die ein bisschen aktiv ist, nicht? Da hinten ist Licht an. Ja, dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Aber ich denke mir immer, Antworten, damit meinen die doch eigentlich nur dieses EMF, oder nicht? Kalt müsste es doch so oder so sein. Und eben wurde es ja auch kalt. Ha? Diese Geisterbox hier. Ja, genau. Ja, klar, Geisterbox. Ja, das meine ich. Ach, Entschuldigung, ich habe mich verdahnt. Hat eigentlich keiner eine Fotokamera dabei? Nee. Dann gehe ich jetzt mal in eine andere Richtung als ihr mit dem Ding, ja? Oh. Aber du bleibst mit uns in Kontakt. Ja. Verstanden, Roger. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Haben die uns in die falsche Lokalität geschickt, oder was? Das könnte Falsche sein, ja. Vielleicht haben die falsche Schule und die falschen Koordinaten rausgegeben. Hier ist, glaube ich, keiner gestorben. Boah. Für den Thorsten. Ist der in der Nähe? Nee. Gib uns ein Zeichen. Sitzt der hier im Raum? Ah, meine Nase. Ah, so. Temperatur ist immer die gleiche. Was? Ein Zeichen. Auf dem Basketballfeld hat der mir was geantwortet hier. Ich hab's gehört, glaube ich, oder? Ah. Wo ist das denn nochmal? War das hier irgendwo? Ja. Hier irgendwo? Ich höre das. Definitiv auf dem Basketballfeld ist das. Ich hab keine Ahnung, wo das war. Ich hab aber gehört, dass das irgendwo ist. Oh! Es blinkt! Jenny, hier, komm rein! Komm rein hier. Bist du drin? Ja. Zack, hab ich wieder Angst. Bam. Immer so eine große Fresse, nichts dahinter. Nicht das. Ist er bei dir? Ich glaube, ich habe ihn gehört. Auch Schritte gehört. Ich auch. Lebst du noch, Stranger? Doch geschafft. Okay. Basketball
Welt ist aber unten, oder? Ja, Erdgeschoss direkt gegenüber vom Eingang. Okay. Also wenn ihr noch zum Truck zurückfindet, findet ihr es leicht. Weiß nicht mehr. Hast du die gesehen? Nee. Ah, hier ist der gruselige Raum. Ja, da! Wir sind hier. Wir sind da. Wir kommen. Wir sind da an der Tür. Bist du noch hier drin, ne? Ja. Weg gegenüber. Dahin? Ich bin jetzt da. Genau vor dem Eingang quasi. Wir sind auch in der... Ja, okay. Temperatur ist aber noch normal. EMF ist auch nichts. Schreibe etwas ins Buch. Ich glaube, der reagiert nur, wenn man halt alleine hier ist, ne? Weiß ich halt. Ja gut, das war jetzt schon bei dir so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir nochmal. Dann sagt er, sie soll was ins Buch schreiben. Wir gehen weg. Wir bleiben vor der Tür hier. Aber eigentlich kann die doch nicht hier sein, wenn die Temperatur noch normal ist, oder? Wieso? Ja, weil bei allen Geistern... Ist das ein Fakt, dass es immer kalt ist? Ich glaub schon. Nur halt die Gefriertemperatur sind dann unterschiedlich. Ich meine, alle Geister sind kalt, stand da. Oh. Oh, wohin? Der hat die Tür zugemacht. Okay, wir bücken uns einfach hier hin, okay? Ja. Scheiße. Ich höre ihn. Umzudrehen. Ja gut. Wir können hier raus, oder? Oh. Okay, erstmal kurz Luft holen. Das Lustige ist, dass ich den Thorsten hier neben mir hören kann, weil er ja hier sitzt. Aber du hast ihn jetzt gerade, glaube ich, gar nicht gehört, ne? Nein. Ja. Ja, aber wir hören dich dann nicht mehr. Achso, wir hören dich dann aber nicht mehr, wenn der auf 10 ist. So. Weil dann die Funkfrequenz unterbrochen ist, ja. Ach, da, guck mal, da ist er ja. Hä, wieso ist meine Sanity so auf 20? Krass. Also EMF hat gar nichts. Ich hab die Kamera mal eingestellt auf diese Turnhalle. Oh, ich Dummkopf. Da, ein Orb! Orb? Ja, safe Orb. Und Box. Oder war das jetzt... War Box jetzt? Da, der kleine... Ja, da ist ein Orb wieder, ja. Kleine Kugel da. Und hatten wir Box auch, oder nicht? Ja. Box auch. Da ist der Box. Das EMF war nicht, ne? Nee, EMF war gar nichts. Fingerabdrücke oder Geisterbuch, müssen wir jetzt noch gucken. Sanity ist nicht so gut bei Stranger und mir. Nimm doch mal Pillen. Das Buch habe ich da schon hingeschmissen. Das heißt, man müsste jetzt nach Fingerabdrücken gucken. Ja, ich habe die Lampe mal zwischendurch auf das Buch, um das Buch herum gehalten, aber da war halt zu dem Zeitpunkt nichts. Soll ich ausräuchern? Die Turnhalle absuchen am besten, ne? Ja. Kann ja mal ausräuchern, oder? Weil, bringt das was? Warte mal. Oh, wir haben doch voll viele Aufgaben auch. Oh, ne? Ja, gar nichts. Ja, bei EMF. EMF hat gar nichts gemacht, obwohl der ja direkt hinter uns war. Ja gut, das wird erst reagieren, wenn er wirklich da ist, glaube ich, ne? Wir waren ja nicht da, als der da war. Aber du hast doch ein Geisterereignis gesehen, oder nicht? Ich habe mich auch direkt umgedreht und weggeguckt. Was mache ich denn jetzt? Räucherstäbchen ist Quatsch, oder? Ja, dann nehme ich das EMF jetzt nochmal mit. Kamera mit und nochmal das Gefrierdingen, falls dann doch Gefriertemperaturen da sein sollten. Weil das sieht man ja eigentlich auch immer, ne? Kruzifix. Ich weiß halt auch nicht, ob das Kruzifix dann was bringt, wenn das hier nirgendwo angegeben wird, also oder da steht. Okay. Ach so, haben wir Pillen jetzt genommen? Jetzt habt ihr beide Temperatur dabei, ne? Ja, Gott!
hin. Was denn? Inala hat mich gerade hier angesprungen. Hat jetzt einer eine Fotokamera dabei? Ja. Oder? Ja. Hast du Pillen genommen? Ich habe Pillen gerade genommen. Ja, ich auch. Okay. Okay, jetzt Konzentration, der ist aggro. War der denn schon auf 10? Ja, weil das Funk abgebrochen ist. Ach, guten Tag. War das hier? Hätte schon wieder vergessen. Ich auch. Hab dir nur 10-mal gesagt, gegenüber vom Eingang, wo der Truck steht. Oh, die Nala. Oh nein. Okay, ins Buch hat er noch nicht geschrieben. Temperatur ist auch normal hier. Gott, Mausi, jetzt legt die sich hier in meinen Arm. Ganz toll. No Reide ich aber. Abdrücke. Jetzt schreie ich gleich die Nala an. Aufgefordert, ins Buch zu schreiben? Schreib ins Buch! Bitte. Achso. Schreib ins Buch. Schreib etwas ins Buch. Wenn du so gut wärst, schreibe doch bitte etwas ins Buch hinein. Aber hier ist auch nichts mit Temperatur, ne? Fingerabdrücke, aber EMF ist auch nichts, Fingerabdrücke ist nichts. Auf jeden Fall geht das Licht nicht an. Naja, das habe ich auch schon festgestellt. Haben wir eine Kamera hier aufs Buch gerichtet schon irgendwie? Nee, hier muss doch irgendwo EMF sein dann, weil das eine Aufgabe ist. Geh mal in den Truck und guck nach Dingsbums, ja? Ich? Mal eben Stativ. Oh, jetzt ist die Mausi hier. Gerade finde ich sie schon gruselig, weil sie eine schwarze Katze ist. Hast du das Buch da weggenommen? Oh, auf 10! Ich sehe sie! Nein. Oh mein Gott, die sterben bestimmt. Aktivität ist wieder auf Null. Ich hab sie auf dem Foto. Geht's euch gut? Wo war die denn da? Irgendwo muss sie auf dem Flur gewesen sein. Ich bin hier in den Raum abgehauen. Die war in der Basketballhalle und ist dann zur Tür Richtung Ausgang gelaufen quasi. Ich hab sie auf dem Bildschirm fotografiert, weil ich hier gerade das Stativ holen wollte. Also, sie ist auf jeden Fall vom Sportraum losgestartet. Guckt mal, ob ihr das Foto sehen könnt im Journal. Ist halt komisch, EMF macht gar nichts und das ist eine Aufgabe. Echt komisch. Und Fingerabdrücke habt ihr ja schon gemacht, oder was? Aber nichts gefunden an Türen oder aufs Buch um Boden. Könnt ihr das Bild denn sehen?
Ist nur schwarz und da steht Fotos. Ah, okay. Ja, das zählt leider auch nicht als Geistfoto. Ade. Ach, was? Ade. Ey, wir haben noch nichts, ne, oder? Haben wir irgendwas jetzt außer das, außer die Box? Nee, ne? Ich will die UV-Lampe nochmal haben, bitte. Und Box. Ach, und Geisterkugel, stimmt. Ja, 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 Sekunde, Sekunde. Ja. Das mit dem EMF regt mich auf. Ja, und die Temperatur geht ja auch nicht runter. Ja, aber das ist ja auch kein. Also, EMF ist ja wirklich eine Aufgabe auch. Wie soll ich die denn erfüllen? Ja, ja, stimmt. Ich bin durch den ganzen Scheiß komplett gelaufen. Dann wirklich nur, wenn die da ist, halt dann, ne? Leg das aus. Ja, die war ja gerade. Die ist ja gerade quasi an mir vorbeigelaufen. Ah, okay. Ich hab die ja gehört. Hä, ja, das verstehe ich auch nicht. Ich war ja auf dem Flur, als die von der Halle rübergelaufen ist. Auf jeden Fall eine alte Frau mit Gewand und Kopftuch oder so. Kann ich so eine Schön. Geschichtslehrerin gewesen oder so. Ich hol mir mal lieber noch einen Kruzifix, wo ich gerade Platz habe. Ja. Ja, ich tue das Thermometer jetzt auch mal weg. Ja, doch. Ja. Ihr habt ja auch keine Luft, keinen gefrorenen Atem gehabt, oder? Ach, hast du das Kruzifix, Stranger? Ja, ne? Hä? Haben wir nur eins? Muss ich das jetzt dann vorgeschalten oder hinschmeißen, wenn das Ding kommt? Hinschmeißen. Ich hab einen Fingerabdruck gefunden, der Handabdruck vielmehr. Ach, wo denn? Warte, wir machen. Oder? Ich mach ein Foto Scheiß. Davon. Warte, ich komm rein. Ich mach noch ein Foto davon. Ich glaube, das gibt auch nochmal Cash. Wo denn? Inspector Gadget, ja. Tatsache. Hä? Aber die Tür habe ich auch dran geleuchtet. Bin ich so blind? Die Tür? Ja, dann ciao, Kakao. Warte, ich mal noch schnell ein Foto. Ja. Okay. Gehen. Dann haben wir alle Hinweise. Ich war ja aber ein humaner Geist. Hey. Ja, die war echt human, ne? Obwohl die sogar anscheinend angeblich ein Poltergeist war. Ja. So, alle ins Buch. Basketballhalle war wahrscheinlich nicht viel zum Rumwerfen, ne? Keine kleinen Objekte oder so. Ja. Da, alle ausgewählt? Das stimmt. Jawohl. Und wir haben unsere Sanity auch wieder hochgemacht, zwischendurch. Soll ich abschließen? Ja. Warte mal. Ich warte. Ja. Poltergeist, ja. Das war echt, ja. Ganz entspannt, oder? Ich hab keinmal geschrien, glaube ich sogar. Welcome back. There's some jobs ready for you. Jawoll. Leider nicht viele Aufgaben erledigt, aber jetzt machen wir mal wieder was Kleines, oder? Als Abschlussrunde. Ja, ich finde die kleinen. Ja. Finde ich auch irgendwie. Ja, das ist schöner. Mit den Aufgaben dann auch ein bisschen einfacher halt, ne? So müsstest du ja wirklich die ganze Schule wegen dem Waschbecken, also wegen dem Dreckswasser und so absuchen. Ja. Vielleicht finden wir jetzt das Ouija-Brett. Okidoki.